Hi und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Assassin's Creed Brotherhood. Ja, wir sind hier am Taubenschlag, um eine Assassinenmission uns abzuholen, denn wir brauchen Geld. Sind 4, 2, 6, 5, 2 und bald wieder da. Okay, ihre Aufträge sind so dran. Gut. Okay, wir müssen den Bauern helfen. Das ging voll daneben. Ja, du siehst mich, aber bringt nichts. Ach. Drei waren mit versteckter Klinge getötet. Hat's doch geklappt, sehr schön. Okay, mein Assassine wurde befördert, sehr schön. Okay, was für eine Mission erwartet mich hier? Ciao. Okay. Wir müssen Scharfschützen ausschalten. Er wird noch jemanden verletzen, wenn er so weitermacht.
sie doch nicht. Das war Nummer 2. Doch egal, ich will es gar nicht wissen. Das hier wird Nummer 3. Erledigt. Sehr schön. Haben wir den Auftrag auch ausgeführt. Okay. Wir könnten versuchen, den Borgia-Turm hier einzunehmen. Erst gehe ich zum Taubenschlag. Und dann würde ich sagen, schauen wir uns das mal an. Vorausgesetzt... Vorausgesetzt, dass wir halt dort schon hin können. Die Frage, gelangen wir schon dorthin oder nicht? Den Bürgern bekannt geben. Die neuen Gäste für Ablässe sind an den Türen aller Basiliken der Stadt angeschlagen. Warum? Und wir können den Turm holen. Schwierigkeitsstufe 3, okay. Ist sogar machbar. Dreh dich weg. Dreh dich bitte weg. Für die Rioni unter Generalhauptmann Borgias direktem Befehl gelten neue Gesetze. Läden dürfen ohne ausdrückliche Erlaubnis nicht öffnen und der Zensus wird verdoppelt, bis die Türken besiegt sind. Der Befehlshaber der Perfekt. Bitte, das ist doch nicht notwendig. Wir das schnell. Er entkommt uns. Ich sehe ihn. Schnell! Ich reiß dir die Augen aus. Dann musst du endlich anhalten. Auf ihn! Thank you.
Sie haben mich gefunden. Nein, doch! Stirb, Katze! Sterb, ihr! Sterb! Sterb! Dafür reiß ich euch die Eingeweide raus! Kein Grund, mich zu töten. Ich bin keine Gefahr. Halt! Was machst du? Verdammt! Ja! Da! Gorbel! Ab da! Ihm nach! Netter Mantel! Sieht aus wie ein Hühnchen, das... Nein! Das war jetzt ganz mies. Die hole ich noch gerade mit. Mit dem. Jetzt holen wir uns endlich diesen blöden Turm. Erstmal die Aussicht genießen. Und dann fackeln wir das Teil ab. Sehr schön. Zeig mal die Assassinen näher, die wieder da sind. Okay. Die EP gibt's 79. Okay. Könnte ich eigentlich einen Dreier, einen Zweier könnte ich hinschicken. Gut, dann haben wir hier den Borcherturm eingenommen. Ja, wir können hier einen rekrutieren. Allerdings würde ich sagen, vielleicht versuche ich da oben den doch zu holen. Allerdings würde ich sagen, werde ich jetzt zuerst mal hier ein bisschen renovieren. Und das eigentlich. Ah, Fraktionsgebäude, okay. Ja, komm, dann hole ich doch den zuerst hier.
Die Befreiung Roms hat begonnen. Grazie, diese Borgia-Bastardi. Aber ihr seid ein bemerkenswerter Krieger. Könntet ihr mich unterrichten? Ja, sicher kann ich das. Und werde es auch. Gut, dann haben wir jetzt wieder genug Rekruten. Ich kann hier... Da ist ein Arzt und ein Schmied. Gehen wir zuerst mal zum Schmied. Ah, hier ist ein Fraktionsgebäude. Das kann ich eigentlich jetzt schon machen. Da hole ich Söldner. Okay. Furcht und Schrecken, die dieser teuflische Mann verbreitet, lassen Sie es starten! Das nenne ich waghalsig. Wir bestechen. Ein Hinweis an alle Jetzt habe ich aber genug Kohle dabei, um das Aquädukt hier oben zu reparieren. Habt ihr kein Schamgefühl? Komm mal her, Pony. Saubere Arbeit. Vielen Dank. Ja, das Aquädukt wäre repariert an der Stelle. Sehr schön. Gehen wir mal runter zum Schmied. Erst aber hier mal noch mit den Aufträgen. Läuft doch mit meinen Assassinen. Wunderbar. Dann auf zum Arzt. Steine und Marmor
Ruinen mit Vorsicht zu entfernen. Ein Teil des Kolosseums brach letzte Woche ein und tötete dabei ein Kätzchen. Renato De Rossi war zutiefst betrübt. Ich habe ein Elixier auf... Das war's. Kommt jederzeit wieder. Der Stadtrat bittet alle... sich zu vergewissern, dass niemand unter dem Fenster oder der Rinne steht, bevor Unrat hinausgeworfen wird. Der Kämmerer wird die Reinigung seiner Kleider mit öffentlichen Mitteln finanzieren. Dann schauen wir mal, ob wir den Borgia-Turm einnehmen können. Okay, geht noch nicht. Das geht leider noch nicht. Schade. Aber wir haben hier unten noch einen Auftrag. Ah, da ist es ja. Ja, dann werden wir das mal tun. Die beiden Wachen werden wir definitiv jetzt... Werde ich jetzt definitiv das Licht ausblasen. Ach wo, bin doch kein Gaukler. Der nächste wäre ganz da oben an der Mauer. An der Mauer, auf der Lauer liegt eine kleine Wanze. Begreifen,
Und tschüss. Sehr schön. 100% synchron und gut Geld gemacht. So lobe ich mir das. Aber wir benutzen mal den Tunneleingang, dann sind wir schneller. Die frischesten, kräftigsten... Regenio bittet alle, die die Gebäude des Riona als privaten Tummelplatz und Klettergerüst nutzen, Vorsicht bei Wäscheleinen beizulassen. Erwartet ihr etwas, dass euer kindisches Verhalten gut hat? Müssen wir zur Kaserne. Ja, der Auftrag ist hier bei der Kaserne. Aber ich habe hier oben auch noch ein bisschen was zu renovieren, beziehungsweise hier auch einen Aussichtspunkt. Aber ich würde sagen, wir gehen zuerst mal dahin. Mal schauen, wie weit unsere Assassinen jetzt sind. Das schaffen sie nicht. Das würden sie nicht überleben. Das schon eher. Wo ist die Tafel? Da war doch eine Tafel. Ah, da. Aha. Hat die ein Attentat? Madonna, hat Machiavelli sich gemeldet? Ja. Die Tauben bringen die Namen päpstlicher Agenten. Das Jubeljahr führt viele Pilger nach Rom. Für Absolution geben sie bereitwillig ihr Geld der Kirche. Das drohende Fegefeuer überzeugt auch die Unentschlossenen. Die Einnahmen der Agenten gehen direkt an Cesare. Bald ist Geld die geringste ihrer Sorgen. Okay. Ein Assassine ist zurückgekehrt. Gut. Ich würde sagen, dann versuche ich mal den Aussichtspunkt zu holen. Ob das möglich ist, weiß ich allerdings nicht.
Er ist nicht möglich. Egal. Leider nicht möglich, verdammt. Kann ich hier oben die Bank holen? Ja, die Bank kann ich holen, sehr schön. Dann kann ich jetzt auch wieder Geld abheben, um den Rest zu renovieren. Ah, wunderbar. Den Schmied. Kommt, Freunde! Diese neuen Minen machen meine Metallwaren sehr erschwinglich. Ah ne, Moment. Hier ist noch ein Pferdestall. Ich habe tolle Angebote für euch. Aha, neue Gegenstände freigeschaltet. Sehr schön. Oh, sehe ich da eine Schatztruhe? Sehr schön. Ist noch was zum Renovieren? Seid ihr stolz auf diese Farbe? Noch ein Spähtrupp von Borja Damarini gesellt sich. Noch ein Spähtrupp von Borja Damarini gesellt sich. Ihr habt die Eigenschaft verloren, die einen Mann. Seht die neuesten Kreationen des besten Schneiders. Und da unten noch der Maler. Ein bisschen Bart zum. Sehr schön. Okay. Damit haben wir in dem Gebiet alles. Dann werde ich jetzt zuerst mal wieder nach meinen Assassinen schauen. Gönnt ihr eine Flasche Wein, das Herz am rechten Fleck. Diese Stiefel sind so. Hinausgeworfen wird. Der Kämmerer wird die Reinigung seiner Kleider mit öffentlichen Mitteln finanzieren. Moment, da ist doch. Einer wurde befördert, sehr schön. Ich gehe lieber auf Nummer sicher. An die Mitglieder der Architektengilde. Wohin geht's als nächstes?
Als nächstes würde ich sagen, da unten, das würde ich später noch alles machen. Naja, ich würde sagen, als nächstes gehen wir dann hier hin und holen diesen Borgia-Turm ein. Den will ich jetzt haben. Maestro Jan Kempken von Delft gibt nächsten Freitag ein Seminar über den Bau von modernen Brücken. Zuerst noch kurz zum Schmied. Warum haltet ihr nicht an? Okay. Ja, aber bevor wir dann den Borgia-Turm einnehmen, würde ich sagen, machen wir hier einen Cut und das mit dem Borgia-Turm machen wir dann bei der nächsten Folge. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, teilt, like, kommentiert, abonniert und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich bin Super Slate, euer freundlicher Silent Ninja Let's Player von nebenan. Tüdelü!